Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Left Alone. Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Bedürfnis wegzurennen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wegrennen könnte. Ich komme nicht vorwärts. Okay. Drehen wir uns mit Taschenlampe um oder ohne? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach nicht hin, oder? Ich will aber eigentlich gar nicht. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will raus. Ja, die Folge von Left Alone geht ja schon gut los. Ich müsste mal meine Aufnahme starten. Mein Timer. Nicht, dass wir hier jetzt, ne? Aber wir werden jetzt auch nicht. Ich guck auch nicht hin. Wir drehen uns jetzt ganz schnell um. Scheiße! Sind wir jetzt tot? Hallo? Ist jemand da? Irgendjemand? Mike? Phil? Kapuzenmann? Oh, ich will die Taschenlampe nicht anmachen, aber ich habe nur noch eine Batterie. Ist klar. Das ist natürlich dolle praktisch gerade, was er gemacht hat. Oder was hier gemacht wurde. Es wurde einfach mal so leicht umdekoriert. Yay. Schön. Ey, und das Ding ist weg. Och, Leute. Heart Attack vom Feinsten. Ich wusste nicht, ich wusste. Oh. Ja, Andi, wirklich, es ist hinter dir, ja. Und dann ruppelt's im Karton hier und. Oh, Leute. Wir werden jetzt, leider Gottes. Bitte nicht hauen, bitte nicht beißen, bitte nicht treten, bitte nicht fressen. Danke. Wieso sind jetzt hier die Türen alle zu? Ich brauche leider Gottes noch Batterien. Das bedeutet für uns, wir müssen noch mal. Nothing found. Scheiße. Oh, dass ich den Jumpscare jetzt hinter mir habe, da bin ich aber froh drüber. Ich glaube, wir sollten ja einen Weg nach oben finden. My problem. My problem. My problem is. Saving? Nein! Es hat gesaved! Entschuldigung, aber da geht mir doch das Herz auf, wenn ich das Wort Saving lese. Da bin ich doch direkt dabei. Wir brauchen definitiv noch Zeug. Aber im Science Lab ist heute niemand. Ja, jetzt sind alle Türen zu. Scheiß die Wand an. Nee, ich renne nicht. Ich renne nicht. Ich. Nein. Das gönne ich dem hier einfach nicht. Ich gönn's ihm nicht. Weil der will mich ja rennen sehen. Das ist es ja. Aber wir müssen jetzt einfach, beziehungsweise wir müssen. Ich sag, Computerlab ist zu. Warum? Ich höre ihn doch. Scheiße. Computerlab ist zu. Aber hier ist irgendwas. Und ich möchte da eigentlich auch gar nicht rein, weil da brennt Licht. Wenn er da jetzt drin ist. Oder ist das der Raum, aus dem wir kamen? Wartet mal. Ich gehe einfach. Nee. Nein, der Security. Es brennt Licht im Security-Raum. Und ich singe immer, wenn. Wollen wir erstmal die School Lights wieder anmachen? Ja! Batterien sparen! Hehehehe. Wir machen die School Lights jetzt mal an. Passt auf. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. So. Ich mache die School Lights. Wir können nur drei auf einmal. Zone 2 ist da, wo die Stairs sind. Nee, Gymnasium. Warte mal. Ich glaube, wir müssen Zone 3 noch anmachen. Wir können ja nur drei Sachen gleichzeitig, oder? Sollten wir mal hier auf die Monitore gucken, ob hier irgendwo was ist? Hier brennt's! Oh, what the fuck? Hier brennt's! Scheiß. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Okay. Pass auf. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Upper Floor.
Machen wir erstmal Zone 3, weil Zone 4 war ja kaputt. So, jetzt haben wir Zone 1. Zone 2 brauchen wir nicht wirklich. Und Zone 3. Die Schullichter sind an. Ich möchte jetzt einfach nochmal rausgehen und Batterien suchen. Ich brauche Batterien. Sie sind mir einfach... Von da bin ich gekommen, oder? Hä? Wartet. Nee, 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 nee. So, im Security Room, es brennt jetzt wieder Licht. Es brennt wieder Licht. Und ich muss leider Gottes mit euch jetzt hier alles nochmal abkaspern. Nein, da ist zu. Oh, mein Handy hat vibriert. Ja. Lada Beata, du bist so mutig. Du bist so mutig. Ah, der hat uns eingeschlossen. Der sagt, guckt euch das an. Wir kommen da gar nicht mehr hin. Fuck. Ich wollte doch aber... Nein. Aber ich wollte doch mutig sein und wollte hier nochmal... Ich muss die letzte Batterie jetzt nehmen. Es ist zum Kotzen, ne? Ich habe keine Batterien mehr. Oh doch, wartet. Nothing found. Batteries acquired. Jawohl. Also, Batterien gefunden. Wenn ich jetzt... ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich nicht immer alles übersetze. Wie zum Beispiel Reporter Note oder sowas. Das, wurde mir gesagt, ich habe nämlich einen fremdsprachigen Zuschauer, der das wohl sehr witzig findet, dass ich die ganze Zeit auf Deutsch rede und zwischenzeitlich dann mal so ein Happen Englisch durchkommt. Batteries acquired, alles klar. Weil ich ja, ich habe ihm das so erklärt, es ist, dass ich ja nicht alles übersetzen brauche, weil ich ja sehr schlaue Zuschauer habe, die, ja, das musste einfach mal gesagt werden. Hier hinten kommen wir hier jetzt raus. Hier kommt niemand raus. Es kommt hier niemand raus. Das war hinter mir, alles klar. Hier war ich gerade, ne? Ja. Ich gehe jetzt nochmal in die andere Richtung. Irgendwo hier muss ja das Treppenhaus sein. Da war ich gerade. Ich muss... Wie viele Batterien haben wir? 2. Scheiße. Man findet aber auch wirklich immer nur eine Batterie, ja? Das ist eine. Nein, Computerlabor war ja abgeschlossen. Security Room ist offen. Und voller... Was? Das Gas! Ist das Gas? Will der uns vergasen, der Sack? Ich glaube, wir sollten da nicht hingehen. Mein Gefühl sagt mir, irgendwie ist das ist falsch. Aber ich muss dahin. Das ist das Problem. Hier ist auch wieder zu. Nee, hier ist offen. Hier ist offen. Hier ist offen. Ich muss hier aber rein. Mal kurz. Hier ist, kommen wir jetzt hier ran? Nö. Hier ist die Note, die wir gelesen haben, mit dem Mann mit der Kapuze. Oh. Ja! Nein! Ich bin batteriesüchtig. Ich brauche die Teile. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Oh, ich hab so Schiss, ne? Hab so Schiss, ne? Nee, hier ist zu. Aber wieso ist... Was ist denn das da? Warum ist das grün? Ich will da gar nicht hingehen, weil das ist grün. Grün ist ja eigentlich so Farbe Hoffnung und so, aber ich habe die Hoffnung verloren. Für mich gibt es keine Hoffnung. Danke. Es ist grün. Oh, der Nebel kommt eh auf mich zu, oder? Ja, ich glaube. Wartet mal. Ja, der zieht sich hier durchs Schulgebäude. Das ist scheiße.
Aber jetzt einfach reinrennen ist doch auch doof, oder? Oh Gott, nein, zurück, 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 zurück. Oder rennen? Ich kann aber nichts erkennen da hinten durch die. Warte mal, mit Shift renne ich, ne? Wartet. Aber ich muss doch irgendwo. Wartet. Ich weiß nicht, ob ich sterben kann. Das ist mein Problem. Ich darf hier generell nicht rein. Raus, raus, raus. Nein! Ich will nicht sterben. Bin ich tot? Hallo? Everybody? Nee, dann starte ich hier wieder, hä? Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich glaube, ich guck mal eben nach den Batteries. Eine. Oh, fange ich jetzt. Moment. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Wartet mal. Wir machen das jetzt hier mal ganz schnell. Nichts gefunden. Wir dürfen nicht in den Nebel rennen. Das Problem ist einfach nur dieses. Saving. Dankeschön. Danke fürs Speichern. Da bedankst du dich beim Spiel fürs Speichern. Das ist eigentlich der Englischruhm. Ich muss jetzt hier leider Gottes nochmal alle Räume durch, weil ich Batterien brauche. Ich brauche Batterien. Ich bin so batteriesüchtig. Es ist furchtbar. So. Also ich darf nicht in den Nebel rennen, das wusste ich nicht. Ich kann nicht wirklich sterben. Das ist positiv. Aber. Und ich muss wahrscheinlich eine Lösung finden, bevor der Nebel mich erreicht hat, ne? Das. Ach, von hier bin ich losgelaufen. So eine Scheiße. Ja, wartet, wartet, wartet. Ich finde dafür eine Lösung. Ich muss wahrscheinlich erstmal eine neue Batterie nehmen. Leider Gottes. Ich bin eingeschlossen hier. Ich komme nicht mehr weg. Hier ist der Security-Raum. Jetzt muss ich gucken. Drei Sachen darf ich anstellen. Stairs. Das ist an. Ich bin hier. Ich bin unten. Er hat aber. Kindergarten. Muss ich vielleicht. Da, wo der Kindergarten ist. Oh, hier brennt's. Ich. Oh, wartet. Jetzt kann ich nicht mehr auf die Klingel drücken. Draußen brennt es, oder? Ja, jetzt ist die Frage. Wartet mal. Wartet mal. Wir müssen gucken. Ich habe School Lights. Ich kann nur drei anmachen. Sollte ich vielleicht hier Zone 2 auch anmachen? Oh. Ohohoho. So. Dann kann ich die Taschenlampe erstmal ausmachen. Nee. Ah, wartet. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn die School Lights an sind, kann ich Zone 2 nicht anmachen. Also muss ich Zone 3 versuchen. Geht nicht. Aber ich muss irgendwie. Ich muss doch aber irgendwie. Super. Wartet mal. Ich gehe nochmal raus. Hier gegenüber war doch auch eine Tür. Ja. Gehen wir da mal hin. In der Hoffnung, dass sie aufgeht. Nein, sie geht nicht auf. Okay, ich muss gucken. Also hier ist jetzt dieses. Nein. Ich bin falsch, oder? Ich muss doch in die Richtung, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Und laufe hier jetzt mal random. Von da kommt das Gas, genau. Jetzt muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, das Gas auszustellen, oder? Ich brauche Batterien. Es muss eine Möglichkeit geben, Leute. Und die gibt es wahrscheinlich auch. Ich bin halt nur gerade wieder zu blöd.
Nichts gefunden, nichts gefunden, nichts gefunden. Da kommt Gas, da darf ich nicht hin. Ich darf nicht zum Gas. Nicht zum Gas. Aber hier zum Schrank darf ich noch. Moment. Okay, das Gas breitet sich aber aus. Das ist jetzt aber auch dolle blöd. Wie wär's denn? Wartet mal. Irgendwas muss ich. Vielleicht muss ich die School Lights auslassen. Also die Schu Oh, ich. Sorry, die Schullichter auslassen. So, dann machen wir die Schullichter mal wieder aus. Und machen dafür. Nein, du warst doch gar nicht gemeint, Mann. So, Zone 3 ist jetzt auch an. Zone 4 war kaputt. 3 kann ich nur, da muss ich Zone 1 ausmachen. Und Zone School Lights geht nicht. Also die müssen an sein. So, Zone 2 ist jetzt auch an. Das ist mein Problem ist jetzt folgendes. Wartet mal. Habe ich hier irgendwo einen Hinweis, wo ich. Ich kann aber auch nichts anfassen, nichts drücken, nichts klicken, nichts. Aber der jagt. Oder jagt der mich in eine gewisse Richtung? Ich guck mal eben raus, ob der Rauch schon näher kommt. Der war in die Richtung, ne? Glaube ich. Oder? Der Rauch ist weg. Und ich habe mir das so gewünscht. Oh nee. Oh nee. Ich habe mir das so gewünscht, dass der Rauch weg ist, ne? Das ist Gymnasium, genau. Und da hinten war das Treppenhaus B. Und da hinten ist er. Mein bester Freund. Wir könnten Freunde werden, übrigens. Wenn du möchtest. Ich werde dein bester Freund. Dann musst du mich auch nicht mehr jagen. Wir können gemeinsam. Wir können. Ich kann dir helfen. Hier brennt Licht. Das ist doch jetzt scheiße. Nee, das ist nicht scheiße. Alles gut. Ich kann dir helfen. Wir machen gemeinsam eine Therapie. Ich helfe dir, das, was dich quält, zu überwinden. Ja, und letztendlich killt er mich doch, wetten. Ich habe irgendwie. Oh. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Ja, das wollte ich hören. Ja, habe ich da jetzt was gefunden oder nicht? Das hat er mir nicht gesagt. Okay. Okay. Hier lang, ne? Nee, wo war ich denn jetzt? Oh, einmal im Kreis gedreht, weiß ich nicht mehr, wo sie. Oh, das gibt mir jetzt echt den Rest. Das ist doch hier. Wo kommt das her? Oh, Scheiße. Scheiße. Mach nicht sowas. Das war aber hinter mir, glaube ich. Oder ist das hier oben? Also wer sich die Musik ausgedacht hat, den sollte man erschlagen. Ich hasse Spieluhrmusik. Das gibt's doch gar nicht. Wer macht denn sowas in dieses Spiel? Nichts gefunden. Aber hier hinten, oder? Oh, Scheiße. Ich bin hier voll. Oh, von wo kommt denn das? Oder kommt das über die Lautsprecher? Das ist ekelhaft. Hörst du das, Mörder? Das ist ekelhaft. Ich entferne mich aber davon. Hier wird's laut.
hier irgendwo? Oder kommt das über die... Kann ich hier durch? Wartet mal. Oh, ich kann da durch. Nein. Aber will ich das auch? Oh, Scheiße. Ist es das, was du suchst? Ja, das ist, was ich suche. Danke. Ich finde das voll nett. Und wieder will ich mich nicht umdrehen. Weil, was? Jetzt ist die Tür weg. Was? Was? Wartet. Hä? Hä? Die Tür ist weg! Was? Hä? Ist es das, was du suchst? Es ist ja im Endeffekt. Wartet, ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Das kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Ich bin ja durch eine Tür gekommen. Hier war eine Tür. Ich weiß das. Oh nein! Nicht Pop Goes the Weasel! Nicht! Oh, ich will nicht wissen, was da rauskommt. Jack in the Box, Alter. Ich geh krachen. Ich guck gar nicht hin. Ja, leck mich! Ich glaube, wir haben ein kleines. Oh. Oh. Wir haben einen kleinen psychischen Zusammenbruch erlitten. Und hinter mir, die Tür ist zu. Ich bin, glaube ich, die erste singende Let's Playerin hier gerade. Okay, wir haben jetzt die Keycard. Jetzt müssen wir aber zu Eingang B, oder? War nicht B auf dir? Warum lässt er mich hier eigentlich durch? Ist der dumm? Ich guck mal kurz auf die Batterien. Drei Stück. Muss erstmal lang. Ich mach die Tür von. How do you define what's real? Also wie? Woher weißt du, was real ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Ah! Oh Mann! Nee, das ist nicht lustig, mein Freund. Das ist wirklich nicht lustig, was du hier mit mir machst. Das war jetzt einfach nur. Das war, oh Gott, das war jetzt einfach nur. Ich sollte mich vor dem Schild erschrecken. Das war jetzt sein Plan. Das war sein Plan. Und es hat geklappt, aber ich hatte das Schild schon. Oh Gott, mein Handy. Ich hatte das Schild schon gelesen, bevor der Bumm-Sound kam. Der Bumm-Sound, ich nenne ihn jetzt einfach Bumm-Sound. Und darum habe ich mich so erschrocken. Ja, die Keycard bringt mir da oben aber auch nichts, mein Freund. Ich finde es ja total lieb, dass du dich um mich sorgst, aber. Oh, Leute, hab ich mich erschrocken? Hat der mich vielleicht verjagt, der Arsch? Warte mal, ist jetzt hier wieder zu? Jetzt komme ich schon nicht mehr lang. Oh, jetzt muss ich. Ich will nicht zum Kindergarten. Nee. Wir sind schon wat alt. Oh. How can you define what's real? Woher weißt du, was real ist? Das weiß ich nicht. Das Problem ist, wir wissen ja, wir haben so einige leichte Pro. Hier ist Treppenhaus B. Wir wissen ja, wir haben so einige leichte Probleme mit der Wirklichkeit und so, aber ich hoffe auf jeden Fall. Ich will hier nicht mehr alleine durch diese Gänge. Ich brauche Mike, ich brauche Phil. Ich brauche meine Mama. Windeln auf jeden Fall, ganz viele. Ach, das hatten wir schon, glaube ich. Der Teacher's Report. Den Lehrerbericht. Ich gehe ja keine dunkle Treppe hoch. Ihr habt wohl einen Arsch offen. So. Ja, genau. Und hier ist auch das, was wir jetzt einfach mal machen. Needs Power? Ach ja, ja das ist, nee, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Das hatte ich nämlich vergessen.
Ich hatte vergessen zu powern. Jetzt ist die Frage, wo war der scheiß Security-Raum? Wartet. Wartet. Ich muss, leider Gottes. Security-Raum war hier lang. Ne? Genau. Aber wo? Hier? Wartet mal. Hier? Nö. Oh Gott, woher weißt du was Reales? Ja. Ja, Junge, das wissen wir definitiv nicht. So. Security-Raum. Zone 2. Wir müssen Zone 3, ne? Da machen wir jetzt Zone 2 aus. Nee, doch nicht alles. Och, och, Mädchen. Nein, du sollst doch Zone 2 bloß... Ja, genau. Dann machen wir die School Lights an. Was ist denn hier Phase, ey? Mach doch mal an. Oder muss ich... So, das muss auf jeden Fall brennen. Genau. Und die School Lights. So. Brennt's immer noch? Es brennt immer noch. Wir gucken mal eben hier oben auf die Monitore. Gut. Da ist nichts. Needs Power. Ich hoffe, die Power ist jetzt da. Gehen wir jetzt raus. Rüber. Und irgendeiner hat ja hinter uns randaliert, ne? Das war hier unser Freund. Unser bester Freund. Möchte ich mal sagen, der Mann mit der Kapuze wurde hier übrigens dran gemalt. Und ich war's nicht. Das ist Sachbeschädigung, sowas ist böse. Ja, lauf hier rum. Weißt du, wie egal mir das ist? Es ist mir so egal, mein Junge. Es ist mir... Und ich laufe in die falsche Richtung. Es ist mir so egal, mein Junge. Ehrlich, es ist mir... Es ist mir so egal. Es ist, ich habe eh einen Verdacht, von daher... Ich weiß noch nicht, ob der Verdacht sich bestätigt, aber... Wenn er sich bestätigt, dann what the fuck. So, wir gehen jetzt hier hoch und tryen das mal. Tryen das mal? Oh, und versuchen das mal. Du hast Power, Mann! Oder ist das... Ach nee, das ist... warte. Ist doch Treppenhaus B, oder nicht? Was muss ich denn da machen, um da Power zu kriegen? Needs Power. Ja, ich brauche auch Power. Ich gucke hier nicht durchs Fenster. Nee. Wartet, ich gehe nochmal zurück ins Security-Raum. Mal ohne Taschenlampe diesmal. Ich habe nämlich hier keinen Bock mehr. Alter, das war gerade wirklich diese Vision, die er hatte. War echt genial. Mit dem... Oh, ich habe gedacht, da kommt was viel Schlimmeres raus. Aus der Jack-in-the-Box. Dings, die Pop Ghost Louise gespielt hat. Es ist echt übel. Huch, hier. Ja, genau. Wenigstens kennst du den Weg zum Security-Raum. Wir gucken uns nochmal die Note an. Und hier steht nämlich, die Ventilationssystem in Zone 4 ist kaputt. Ja, Dich kann ich nicht anmachen, ne? Aber warum nicht? Stairs B, genau. Und an Stairs A komme ich nicht ran, weil... Hä? Helft mir. Haha, Hilfe. Ich komme auch nicht mehr in den Keller. Ich komme definitiv nicht mehr in den Keller. Weil... Habe ich meine Taschenlampe... Ja, nee, die war aus. Weil ja Monsieur randalieren musste. Muss mal überlegen. Wir... Oh mein Gott. Oder muss ich an den Computer mal gehen? Oder hier am Radio? Oder hier am Telefon? Ich rufe jemanden an. Ich möchte jemanden anrufen. Videokassetten. Hier ist ein Knopf. Hier ist, und draußen rennt immer noch einer mit einer, mit einem urschweren Rohr rum. Wartet mal. Ja, die Frage ist jetzt, wir kommen. Warum flackert's da hinten? Das finde ich nicht gut. Ach so, das ist hier. Ja, gut, okay.
Also hier runter kommen wir definitiv nicht mehr. Ach so, das ist die, ja. Hier hat er mich ja. Hier kommen wir auch nicht mehr lang. Was ist hier drüben? Hier drüben waren wir drin, ne? Ja. Ja. Ja, da stand, also der Fehler wurde wohl gemeldet. Aber vor Montag läuft hier nichts quasi. Nichts gefunden, toll. Ich muss noch mal zum Kindergarten, befürchte ich. Ich muss noch mal zum Kindergarten. Denn beim Kindergarten war es voll schön. Nein, da war es nicht schön, aber es ist, glaube ich, notwendig, dass wir da jetzt noch mal hingehen. Wenn wir da jetzt noch. Oh, diese Fresse, ne? Oh, Leute. Es ist so eklig. Warum bin ich denn hier eigentlich nicht lang gegangen, wenn ich mal fragen darf? Hier sieht's voll gemütlich aus. Wartet. Null Batterien? Verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich brauche Batterien, Alter. Packt ihr mir. Oder muss ich nochmal ins Gym? Ich will nicht ins Gym. Kommt man hier. Nö. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kein Schritt zu viel tun. Aber nicht. Nee. So. Ich gehe nochmal zum Kindergarten, weil ich glaube, wir müssen da irgendwie lang. Hier ist der Kindergarten. So. Und hier ist. Was? Was? Nee, hier ist zu. Wartet. Hä? Kann ich hier aufmachen? Nö. Ich möchte doch aber. Wartet mal, ich möchte hier hoch. Bitte. Ey, bitte. Ehrlich. Bitte lass ihn das weggeräumt haben, damit ich hier lang kann. Du hast doch bestimmt Power, oder nicht? Nee, er hat auch keine Power. Warum haben denn hier alle keine Power? Überall, wo du lang rennst, hast du keine Power. So. Schrank. Was? Was? Ja, toll. Klasse. Ich kann von der Seite feststellen, dass ich da nicht durchkomme. Das ist aber, naja, wie soll ich sagen, ja? Freundlich einfach. Freundlich. Wenn du jetzt denkst, ich komme raus, hast du dich total gekattet, mein Freund. Wartet. Oh, Leute, jetzt hängt sie am Treppengeländer. Ich. Ja, ich wollte wieder zu schnell zu viel. So, hier ist nichts. Der letzte. Nee, er hat wieder zugemacht hinter mir. Das, was ich finden sollte, habe ich gefunden. Dieser Kindergarten. Aber ich muss doch sicherlich. I'm wasting my last Batterie. Ich bin, ich verschwende hier gerade total meine letzte Energie, ne? Ich weiß es nicht. Was will er denn von mir? Oh, Leute, dann soll er doch rauskommen. Wir können über alles reden. Ich rede urs gerne mit dir. Ehrlich, wir können uns hinsetzen. Kapuzentyp. Reden eine Runde. Ich habe keine Batterien mehr. Jetzt finde ich wahrscheinlich auch die Türen nicht mehr. Scheiße. Wieso ist jetzt hier eigentlich schon wieder alles dunkel? Das was? Ach so. Oh, Leute. Ja, der sieht auch dolle traurig aus, der Kapuzentyp. Ich kann euch auch sagen, warum. Der hat keine Freunde. Und darum fängt er sich welche. Also Freunde. Ne? Und wenn er dann seine Freunde hat, möchte er sie nie wieder gehen lassen. Er mag uns in Wirklichkeit mag er uns. In Wirklichkeit mag er uns. Er möchte mit uns Ball spielen, hat er hier schon vorbereitet, ne? Und er möchte so viel, er möchte mit uns
online zocken, darum waren die ganzen Computer an. Er möchte einfach sich mal fühlen, ja, wie geliebt fühlen. Ja, weil ihn und weil ihm das kein anderer geben kann, da müssen wir herhalten. Ich möchte so gern. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Security Room. Weil das Schöne ist einfach, er gibt's uns ja. Es ist ja nicht so, dass er gibt uns ja die Möglichkeit, ihn zu verfolgen. Das ist ja schon mal gut. Aber das Problem ist, was ist hier? Power Management. Wir gucken mal. Das Power Management 4. Können wir restarten? Können wir hier irgendwas machen? Emergency Power Level. Normal Power Level, Emergency Power Level. Ich möchte restarten, wenn das geht. Geht das? Running Diagnostic System. Low Power Threshold. Oder muss ich jetzt hier jedes Mal immer so ein bisschen gucken, wenn ich was einstelle? Wir gucken nochmal hier oben auf die Bildschirme. Sie, nö, da ist aber nichts. Das ist. Was hat er denn angezündet eigentlich? Wo brennt's denn hier? Es brennt draußen, oder? Ich hoffe, das ist nicht Mike und das ist auch nicht Phil, aber irgendwo hab ich Angst. Wartet mal. Wartet mal. Security-Team. Ja. Wartet mal. Ich muss jetzt echt überlegen. Auch wenn andere jetzt sagen, Gott, ist sie dämlich, dann gerne, aber Security Room. So. Hier sind jetzt nochmal die einzelnen Räume alle aufgeschlüsselt. Wir. Ach so. Ah. Ja, aber geht ja nicht. Security 4. Security sei schon hier. Zone 4 geht ja nicht. Die kriegen wir ja nicht an. Steht hier, was wir machen müssen, um Zone 4 anzukriegen? Ventilation System ist broken. Ja. Vielleicht, wenn ich die School Lights ausmache. Wartet mal. Ich mache nochmal die School Lights aus und mache jetzt mal System 4 an. Hat das jetzt etwa funktioniert? Oh toll, Zone 4 ist an. Oh toll, ich kann hier raus. Oh toll, ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Mit meiner letzten Batterie. Wir können. Oh ja, ich glaube. Hier lang. Das ist meine letzte. Ja! Oh mein Gott. Ich möchte hier einfach nur hoch. Ich möchte hier einfach nur hoch. Und nichts Gruseliges sehen, wenn es geht. Ja. Jawohl. Oh, Tür ist offen. Geil. Und hier oben ist alles dunkel. Geil. Oh. Im Schein der Taschenlampe. Der allerletzten Batterie. Fühle ich mich gar nicht gut. Ich fühle mich gar nicht gut. Wartet mal. Ich habe keine mehr Scheiße. Das heißt, ich tappe im Dustern, ne? Leute, das bin ich nicht, ne? Dieses hier laufe bin ich nicht. Das bin ich doch.
Aber. Oh Gott. Oh Gott. Ich trau mich nicht. Ich. Okay. Das Problem ist, wenn er da jetzt drin ist, dann haben wir die größte Arschkarte ever. Was ist das für ein Raum? Ach, hier ist Strom. Strom und Wasser. Geilste Kombi ever. Hi. Oh, hier ist das Gas wieder. Oh, scheiße. Und hier komme ich nicht rüber, weil hier Strom ist. Toll. Und ich habe keine Batterie mehr. Ich brauche aber eine. Ich brauche ganz dringend Batterien. Da drüben ist ein Schrank, ne? Und wenn ich ganz kurz bloß reingucke. Ganz kurz bloß. Nur mal hier so in den Eingang. Oh, da sind Spinne. Ich will. Ja. Ist okay. Ist okay. Scheiße. Wenn ich hier lang gehe, werde ich sterben. Das weiß ich. Das bedeutet jetzt für mich Folgendes. Ich bin am Arsch. Ich bin mal so. Kann ich hier rüber springen? Wartet mal. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ich wusste das nicht. Ich wusste. Sorry, oh Joel, es tut mir so leid. Ich wusste doch nicht, dass der auch unter Strom steht. Scheiße. Ah, wartet. Ich muss mich jetzt. Hier ist der Pfeil. Hier sind sie lang gegangen. Er wird es uns nicht einfach machen. Das hat er ja gesagt. Er wird es uns nicht einfach machen. Und da ist das Gas drin. Ich muss hier oben wieder irgendwas einstellen. Richtig, richtig. Wahrscheinlich. Aber was? That is here the question. Wartet mal. Hier ist es rot. Kann ich in der Taschenlampe irgendwas sehen? Noch? Hier war doch aber was. Hier ist doch was. Na, wartet. No. Nö. Ich muss mal kurz gucken, weil hier leuchtet. Oh, im Dunkeln, ey. Ich und im Dunkeln. Ne? Da haben wir schon mal zwei Sachen, die absolut nicht zueinander passen. Hier ist die Sprenkleranlage. Und ich laufe hier wirklich. Ich bin im Stocke Dustern. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo ich mich befinde. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, weil ich mit Batterien nie. Da ist der Exit, aber. Ich bräuchte mal eine Batterie. Hier. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Hä? Bin ich jetzt ins drunter? Wie bin ich. Ja, ich. Leute, das schafft keiner. Das schafft einfach mal keiner. Seht mich an. Das ist so nicht gedacht. Das ist so nicht gedacht, aber hundertprozentig ist das so nicht gedacht. Aber die Schande ist, man kann hier nichts ausräubern. Ist das so gedacht? Taschenlampe geht nicht mehr.
muss so lange laufen, bis ich irgendwo was sehe. Na? Habe ich es jetzt zerstört? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Leute, das ist jetzt freaky. Das ist jetzt richtig scheiße. Ich höre mich auch nicht laufen. Ich bin in irgendwas Böses reingerannt, glaube ich. Scheiße. Rückwärts laufen klappt alles nicht. Das Einzige, was noch funktioniert, ist die Taschenlampe. Geil, ne? Leute, ich glaube, das Spiel. Ich glaube, das Spiel mag uns irgendwie nicht. Ich guck mal eben auf die Uhr. Ja, eine Viertelstunde wäre jetzt noch über, aber ich muss erst rausfinden, was jetzt mit dem Spiel ist, weil so bei dem, was wir gemacht haben, das, ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich kann es noch mal versuchen, aber er guckt ja nicht mal mehr, er sieht nichts mehr. Das heißt quasi jetzt, wo die Tür offen ist, hieße das für uns wieder runter ins Security-Raum, 4 wieder ausmachen, Tür ist ja dann offen. Dann können wir durch den Strom und ja. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, wir machen jetzt für diesen Part hier Schluss. Es tut mir wirklich leid, aber das Spiel bewegt sich nicht mehr. Es bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe wahrscheinlich ich bin in irgendwas Böses reingerannt, in irgendeinen Bug oder was weiß ich. Auf jeden Fall. Seht's mir nach, ich mache dann die nächste Folge ein bisschen länger. Aber wir sind ja schon ganz schön weit gekommen und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch ist. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Left Alone wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Bis dann.